Quiet Quitting, ein neues Buzzword oder Trendwort, macht gerade die Runden in sozialen Medien bzw. brennt sich durch die sozialen Medien. Ich fasse mir die letzten Tage nur an den Kopf, weil gefühlt immer nur wieder auf eine Partei quasi geschossen wird. Und ich glaube, dass die Ursachen hinter dieser ganzen Thematik in der Vergangenheit liegen. Für alle, die erstmal nicht wissen, was Quiet Quitting bedeutet, es ist etwa nicht die Übersetzung der inneren Kündigung, denn bei der hat ein Mensch quasi innerlich schon abgeschlossen mit dem Arbeitgeber. Unter Quiet Quitting versteht man quasi Dienst nach Plan. Und Menschen eben nicht bereit sind, die Extrameile zu gehen. Und für alle, die sich darüber gerade ärgern, über Arbeitnehmer herziehen, die so ticken, sollte man sich auch als Arbeitgeber mal aus meiner Sicht die Frage stellen, ist es denn verwunderlich? Ist es verwunderlich, nach 2 Jahren Pandemie, einem Krieg, einer hohen Inflationsrate, Onboarding-Prozessen, wo teilweise Menschen ihre neuen Kollegen noch nicht einmal real kennengelernt haben. Führungskräfte, die teilweise nicht da waren oder keinen Kontakt hatten zu ihren Mitarbeitern. Ich möchte betonen, teilweise. LinkedIn, wo wir Menschen sehen, Solopreneure, die gleichzeitig mit ihrem Chai Latte irgendwo auf Bali entspannen und das glücklichste Arbeitsleben ihres Lebens haben und überhaupt die entsprechenden Rahmenbedingungen von Doppelrollen, Familienvater, Mutter und Arbeitnehmer, dass da mal die Frage aufkommt, ob man noch Lust hat, diese Extrameilen für den bestehenden Arbeitgeber zu gehen. Ich glaube, diese Gedanken sind berechtigt. Und deshalb darf man sich aus meiner Sicht mal als Arbeitgeber die Frage stellen, was haben wir eigentlich bereits in der Vergangenheit, und damit meine ich die Zeit vor der Pandemie, getan, um Rahmenbedingungen zu schaffen, die diese neuen Generationen oder überhaupt Arbeitnehmer wirklich binden und motivieren? Haben wir die technischen Voraussetzungen geschaffen für die Zukunft? Die Rahmenbedingungen? Haben wir die Menschen fit gemacht? Und zwar sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitenden. Gibt es Anerkennung, Wertschätzung? Gibt es wirklich fordernde und fördernde Projekte? Denn eins sollte uns auch bewusst sein, es sind immer die Menschen, die Potenziale haben und sich noch was vorstellen können, die dann eben auch wirklich kündigen. Das sind Fragen, die man sich jetzt mehr denn je stellen darf. Und natürlich genauso auch die Frage, ob man noch fair bezahlt. Und eine gute Nachricht habe ich, das meiste da draußen regelt der Markt sowieso von ganz alleine. Vielen Dank, bis bald, euer Thomas Sadak.